Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Wir befinden uns an einem Ladebildschirm, weil ich Eden umstellen wollte. So mal ganz kurz und spontan zwischendurch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Einfach mal ein spontan Umstyling. Sie braucht neue Klamotten. Sie ist ja eh der Klamottentyp. So. Und ich hatte sie als das hübscheste Kind eigentlich eingestellt. Also sie sollte hübsch sein, aber so hübsch sieht sie gerade gar nicht aus. Ich weiß aber nicht warum. Sie sieht voll dick aus irgendwie. Sollte vielleicht... Sieht Shirley auch so aus? Ja, komisch. Wie sieht sie eigentlich aus? Einfach nur mal so testweise. Nö, es geht bei ihr noch. Bei ihm? Ja gut, wenn er ein bisschen mehr hat, ist ja nicht schlimm, aber er hat ja nicht so viel. Ja, er gefällt mir noch, aber ich nicht. Puh, weiß ich nicht warum. Haarfarbe. Hallo? Haarfarbe. War am Überlegen, ob ich so ein Blond hier einstelle. Ja, das sieht so, ich finde, das sieht so assig aus irgendwie. So weißblond, aber das gefällt mir nicht so, glaube ich. Ja, also ich wollte ein paar Alltagskleidungen für sie bestimmen. Fangen wir mal mit Nummer 1 an. Ich hätte gern... weiß gar nicht, was Edens Lieblingsfarbe eigentlich sein soll. Ich glaube, Edens Lieblingsfarbe ist eher so ein Pink, doch. Also lassen wir das so. Ansonsten geht das. Vielleicht eine andere Strumpfhose. Gibt es Strumpfhosen eigentlich? Nur mal so testweise, also gucken. Ja, gibt es. Die passt aber nicht so geil. Die ist cool eigentlich. Echt voll cool. Nee, ich lasse es mal mit der Strumpfhose. Finde ich gerade nicht so cool. So, ansonsten gibt es hier irgendwie was sie tragen kann. Ich finde das hier voll süß. Ich guck mal, ob es da irgendwas gibt, was passt zu ihr. Das muss auch passen. So, ich glaube, wir nehmen das hier in Pink. Lila? Wir nehmen es in Lila. So, dann gehen wir hier bei Alltagskleidung 2. Machen wir erstmal ein zweites Outfit. So, plus. Und da nehmen wir jetzt mal was Süßes. Ich finde das hier nämlich so mega awesome. Oh, das ist so süß. Ich kann mich gar nicht für eine Farbe entscheiden. Mit den, das ist so niedlich. So, also, das schon mal nicht. Schwarz auch nicht. Weiß. Weiß, grau oder pink. Oder lila. Gelb kommt bei ihr nicht so gut zur Geltung. Blau auch nicht. Schwarz ja sowieso nicht. Ich glaube, wir machen weiß. Weiß sieht irgendwie edel aus. Ach, das ist aber eine Kombination, ne? Ja, ist eine Kombination. Dann lassen wir das und machen hier mal so eine Strumpfhose jetzt. Weil sonst sieht es merkwürdig aus. Und da wir weiß genommen haben, können wir auch das hier nehmen. Das sieht irgendwie voll cool aus gerade, finde ich. Okay, nehmen wir die Schuhe. Ne, wir nehmen die. Die sind cool. In weiß. Ich habe gerade so Lust, sie umzustylen. Das glaubt ihr gar nicht. Ne, das sind Gummistiefel. Die sehen nicht so cool aus. Oder so. Ne, wir nehmen die hier. Schwarz. Ne, wir nehmen das so. Finde ich gerade voll süß. So. Sonst Accessoires. Nee, eine Uhr braucht sie nicht. Sowas eventuell. Ja. Und oben jetzt Haare vielleicht verändern. Wollen wir die Haare verändern? Wir machen das einfach mal. Die gefallen mir nicht. Das muss auch ungefähr die gleiche Haarlänge sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir lassen da ihre Haare erstmal. So. Und dann kommt jetzt natürlich noch ein Outfit. Warum, weiß ich nicht. Make-up können wir leider noch nicht geben. Ich fände es cool, wenn sie sich jetzt schon schminken könnte. So, hier machen wir jetzt bei Outfit 3 vielleicht extra schick mäßig. So. Ich will mal sagen,
cool, partymäßig. Ach, das ist ja auch voll niedlich. Das ist ja mega süß. Was gibt's sonst noch? Was haben wir hier sonst noch? Oh Gott, ich verliebe mich gerade hier in alles. Glaube ich. Das ist ja auch süß. Ich glaube, wir nehmen das, obwohl, das sieht so... Ich weiß nicht, das gefällt mir voll, aber es sieht so nerdig aus. Ich war eigentlich für was Cooles. So mit Rock und so. Vielleicht können wir hier einen Rock dazu anziehen. Nehmen wir schon mal eine neue Hose. Das Rot hat was. Also es ist ja eher, es sieht mehr pink aus irgendwie. Gibt es eine pinke Hose? So richtig knallpink? Also nicht so ein Pink, sondern halt so ein Rotpink hier, sowas. Die finde ich voll schön irgendwie. Haben wir da einen Stiefel dazu oder sieht das dann komisch aus? Also ich würde da halt wirklich Stiefel dazu machen, aber dann halt sowas zum Beispiel. Okay, das finde ich okay. Vielleicht die Schuhe dann doch irgendwie andere. Ah, die gehen so rein. Ich weiß nicht, ob mir die Stiefel zu hoch sind. So, können wir jetzt ein Cappy aufsetzen? Ich wollte ihn eigentlich wollte ich ihren Cappy aufsetzen. Also so eine coole Mütze hier. Die Frage ist, gibt es eine passende Farbe? Oder wir machen ja jetzt 4 Outfits, ganz einfach, weil wir es können. Ist einfach so. Und weil ich gerade Lust dazu habe. Ja, okay, lassen wir so. Finde ich irgendwie voll süß gerade. Und ich liebe es ja sowieso, Outfits zu gestalten. So, hier machen wir vielleicht so... Na gut, was Formelles brauchen wir ja jetzt nicht. Und wollen wir das wegmachen? Ich weiß gar nicht, kann man das wegmachen? Hier, entfernen. So, Abendkleidung wäre vielleicht noch ganz interessant. Ach, da hat sie sogar das schon so hochgesteckt. Ja, finde ich... Oder so ein Blau. Cremefarben. Wir machen hier mal noch eins. Und das weitere machen wir hier mal das weg. Und gucken, ob es da noch andere Kleider gibt. Hier zum Beispiel das. Joa, das finde ich irgendwie voll süß. Zack. Ja, tut mir leid, ich muss einfach umstylen. Das ist ein großes Anliegen. Ich liebe es total. Aber mit den Haaren sieht sie irgendwie voll süß aus. Gut, wir brauchen ein bisschen sowas vielleicht. Wie sie sich immer freut. Voll niedlich. Ja. Finde ich so ganz okay. Können wir so lassen. Sportkleidung braucht sie nicht weiter. Schlafanzüge. Brauchen wir dann noch einen? Nee, machen wir nicht. Party. So, jetzt wollte ich was Cooles. Und zwar Partykleidung. Ja, machen wir jetzt halt was Cooles draus. Vielleicht geglättete Haare in der Zeit. Oder bei Party macht sie die so. Hat sie Extensions meinetwegen drin oder so. Keine Ahnung warum. Aber sie macht die halt so. Und diesen coolen Hut. Ich will diesen coolen Hut. Aber der passt dazu nicht. Gut, dann machen wir das halt anders. Dann machen wir die Haare wieder auf. So, Haare. So, Haare sind offen. Und dann machen wir jetzt... Ja, die Frage ist, lasse ich das schon so? Weil ich finde die eigentlich ganz cool so. Die Farbe der Mütze. Und ja, der Rest sieht nicht besser aus. Also lassen wir das so. So ein schönes Rot-Lila irgendwie. Ja, was ziehen wir an? So ein Rot-Lila wäre ganz cool. Ich glaube, sowas finden wir nicht. Dann machen wir mal Kombination. Es gibt kein Rot-Lila, das ist das Problem.
Das ist ein kleines Problem. Es gibt nur dieses extreme Rot. Schlecht. Es gibt noch diese geile Hose. Ich hätte gern rot-lila. Es ist kein rot-lila. Dadurch, dass es so dunkel ist, wirkt es so weinrot. Es gibt hier kein einziges Weinrot. Wie geil die Hose einfach. Na komm, zieh mir das einfach an. Besser kriege ich es nicht hin, nee. Das zieht sie so nicht an, glaube ich. Wäre nicht so ihr. Oder eine weiße Hose. Zieh eine weiße Hose an und dann irgendwie so Schuhe. Coole Schuhe. Und Schmuck. Ja. Und dann haben wir das Umstyling für die Familie Mars auch erstmal fertig. So weit. Eigentlich. Ich finde die Kette voll schön. So für kleine Kids und so. Ist nicht zu viel und nicht zu wenig. So. Ja! Wir haben sie umgestylt. Hey, hat bestimmt auch nur 10 Minuten gedauert. Die Folge kriegt jetzt einfach noch 10 Minuten und dann haben wir das. Komm, lade. Yay, laden macht Spaß. Lade dich durch, endlich. Ja, es ist hier wieder sehr spannend, aber es müsste gleich zu Ende geladen haben. Und zwar genau jetzt. Yay! Okay, wir haben es geschafft. Mal ein bisschen schreien, dann passt das. Oh, es geht weiter. So, kann sich Eden jetzt gleich umziehen? Ich möchte dieses süße Hasen-Bunny... Achso, sie geht da jetzt eh schlafen. Gut. Dann haben wir das auch. Ich spule hier einfach vor, damit die alle schlafen gehen können. Nathan... Nathan macht sich bestimmt jetzt selbst gleich zu essen. Hoffe ich einfach mal. Oder auch nicht. Wir brauchen einen Koch eigentlich. Na gut, dann geh schlafen, dann isst du morgen früh was. Joan, bist du auch am Schlafen? Ja, in einem anderen Bett, aber okay. Warum auch in deinem Bett, ne? Es ist komisch, manchmal. Okay, diese Kekse können in den Kühlschrank. Also in den... Hallo? In den... Kühlschrank? Ja, wir haben es geschafft. So, Joan ist wach. Joan. Oh, das sieht so geil aus da hinten einfach. Zu Abend servieren. Fischtacos. Hoffentlich brennt es nicht an. Und dann bist du müde. Ja, dann kannst du dich in das Bett deines Mannes legen, meinetwegen. Wäre nur mal so eine Idee. Ist ganz abwegig, der Gedanke. Jetzt geht mir diese scheiß Sims-Musik nicht aus dem Kopf. Ist unglaublich. Hey! Levelausstieg. Wenigstens kann die Frau kochen. Ja, was machen wir jetzt? Es ist gerade spannend. Ich gehe morgen wieder in den Park, aber diesmal in den anderen, glaube ich. Weil ich darauf Lust habe. Und weil ich in dem jetzt gerade niemanden getroffen habe. Ich hoffe, man kann die anderen Leute auch treffen. Ich meine, Gracie und Dylan treffen wir ja auch, aber die anderen, die ich jetzt erstellt hatte, würde ich gern auch treffen. So, hast du jetzt... Ach, sie isst jetzt gerade. Alles klar. Und dann... Lektion kreativ. Ach, kreativ. Joan ist kreativ. Aha. Das ist ja interessant, dass die kreativ... Ich kann es gerade nicht aussprechen, ich weiß nicht warum. Oh, ich dachte gerade, da kommt irgendwie eine zermatschte raus. Aber die sieht immer noch fresh aus, die Obstschale. Ist überhaupt nicht komisch oder so. Eden ist wach. Eden hat Hunger. Eden holt sich irgendwas zu essen. Ja, meinetwegen. Dann kann Eden duschen gehen. Oder kann Eden Sport machen eigentlich? Nee. Na gut, dann geht die einfach nur duschen. Und... Hat sie den Wunsch zu Shirley? Ja, sie möchte Shirley anbrüllen. Finde ich eine gute Idee. Joa, Hygiene füllt sich auf. Hunger. Ich denke, sie hat jetzt was gegessen. Manchmal verstehe ich dieses Mädchen nicht.
Schnelle Mahlzeit essen. Orangensaft. Obwohl, wir können ja eigentlich Reste essen. Wir haben ja noch was drin. Öffnen. Öffne mal. Da ist so viel drin. Ein Gericht nehmen. Fischtacos. Da können wir den Orangensaft wieder streichen. Und dann drückt die Blase von Eden. Dagegen haben wir auch ein Wundermittel, nämlich das Klo. Shirley, was machst du? Du musst duschen gehen. Wo bist du? Ach komm, du kannst heute mal zum Samstagmorgen kannst du baden gehen. Stört ja keinen. Und du brauchst Spaß. Joa. Meinetwegen, mein Freund. Wo kriegt man denn Spaß her? Vom Fernseher gucken entweder oder vom Computerspielen, würde ich sagen. Komm, mach mal hier Computerspiele. Oder wir machen hier Berichte, weil dann können wir wieder befördert werden, wenn wir es klug anstellen. Haben wir irgendwelche Tagesaufgaben? Insgesamt 2 Stunden einem Kind vorlesen, 10-mal Kontakt mit einem Kind knüpfen. Aha. Joa, ist okay. Berichte ausfüllen, ja, kannst du mal machen. Heute hast du ja leider kein Geld. Also keine Arbeit, damit kein Geld. So wollte ich es eigentlich sagen. Joan muss aufs Klo. Geht aufs Klo. Eden, was ist denn jetzt schon wieder dein Problem? Du musst aufs Klo, dann geh doch einfach. Scheiße. Ja, war nicht so geplant. Renn. Hier hinten ist ein Klo, renn dahin. Nicht einpinkeln. Nein. Ach Gott. Sie ist gekränkt. Scheiße, ja, wäre ich auch. Oh Gott. Ja, okay, dann geht dort hinten. Keine Ausrede. Lass auf einem Grundstück mit mindestens 5 Toiletten die Blase eines Sims versagen. Hey. Alles klar. Toll, dass ich diese Errungenschaft jetzt habe. Oh, ist geil, so während des Badens fernzugucken. Ist bestimmt geil. Will ich auch können. Oh, geil muss das sein. Das macht dann die Putze weg. Also, ich würde das in Real nicht so sagen, aber es ist ja Eden. Und Eden sagt sowas. Ja. Schön Ausreden finden, ne? Und Eden, was machst du jetzt? Duschen. Okay. Zwar in der falschen Dusche, glaube ich, ja. In der falschen Dusche, aber ist ja dein Haus. Und danach spielst du einfach mal ein bisschen üben. Ist das dein Ernst? Dann dusch doch jetzt zu Ende, Mensch. Musst nicht immer alles gleich abbrechen, wenn ich dir sage. So, Joan ist verspielt. So, ich bin am überlegen, wann wir jetzt zum Park laufen. Weil ich will die Leute kennenlernen eigentlich. Joa. Nathan ist dort und füllt Berichte aus. Wie weit ist er damit? Schon fast durch. Alles klar. Kann sich dann unten auch ein Gericht nehmen, nämlich Fischtacos haben wir ja noch im Angebot. Öffnen! Hier, bitte sehr. Fischtacos. Und was der Gute auch noch machen kann, fällt mir gerade so ein, ist hier eine Pflanze pflanzen. Oder geht das nicht? Was machen wir jetzt mit der Kuhpflanze? Warum können wir die denn nicht pflanzen? Zieh diese... Aha, also können wir die jetzt hier reinsetzen und dann pflanzen. Ah, okay, so funktioniert es also. Leuchtet ein. Shirley ist am Essen. Eden ist immer noch... Ach, die tut mir leid. Na gut. Selber schuld, wenn sie nicht auf Toilette gehen kann. Ja, dann übt sie einfach mal... Oh. Ja, Joan. Joan ist gut. Ist gut. Ja, alles klar. Überhaupt nicht peinlich. Ja, was machen wir jetzt? Ich will eigentlich bei den Mars noch ein Kind haben. Muss ich ehrlich sagen. Kommt aber erst nach dem Heiratsantrag. Und den Heiratsantrag können wir erst machen, wenn wir viele Leute kennengelernt haben. Es ist so ein bisschen... Wir haben hier verschiedene Aufgaben zu erledigen. Und die müssen wir auch in der richtigen Reihenfolge erledigen. Das heißt, es dauert noch eine Weile. Und Eden soll sich ja sowieso mit Leuten treffen mal. Was möchte Eden? Nee, im Bett verstecken ist nicht deine Art. Wir reisen jetzt einfach mal wieder. Reisen mit allen. So. Bitte sehr. Ich hoffe, da wollen auch alle mit. Diesmal zumindest. Und er soll aber noch vorher pflanzen. Das wäre mir sehr lieb. So. Oder was essen halt.
Ah ja, was ist sein Problem noch? Er hat keinen Spaß. Das ist schlecht. Und warum isst er jetzt nicht? Ess doch einfach. Manchmal verstehe ich die Sims nicht. Jo, er hat die Gartenfähigkeit erworben, kommt jetzt zurückgesprintet und isst was. Kann man die jetzt auch gießen? Nö. Ja, keine Ahnung, was das bringt. Jetzt hören wir auf mit Spielen. Nathan hat nämlich jetzt gegessen und wir können endlich... Ah, wir können jetzt endlich reisen. Und zwar reisen wir jetzt. Shirley kommt nicht mit, oder? Ja, Shirley, dann bleib halt zu Hause. Nur weil du Eden nicht magst, Mensch. Oh, ein Dinosaurier, wie süß. Es kommt hier. Ein Leuchtturm und hier. Ein Boot. Wir reisen mal nach Oasis Springs. In diesen Wüstenblütenpark da. Warum auch nicht? Ladebildschirm, wir lieben ihn doch alle. Komm, sagt mir, er liebt ihn doch auch, ne?